Die Woche planen. Am Freitagabend will ich vor allem eins, endlich nach Hause. Eine halbe Stunde sollte ich aber dennoch investieren. Welche Aufgaben muss ich für nächste Woche erledigen? Welche Telefonate führen? Welche Termine stehen an? Und vor allem, welche Aufgabe an welchem Tag? Das will gut sortiert sein. Wer am Montag schon alle Telefonate geführt hat, kann sich danach auf alle anderen Aufgaben konzentrieren. Mit einem Plan für die nächste Woche kann ich dann auch viel entspannter zu Hause das Wochenende genießen. E-Mail-Zeiten. Auch wenn der Posteingang immer voller wird, die meisten E-Mails müssen nicht sofort beantwortet werden. Viel besser ist es, sich einen Rhythmus zu geben, also zum Beispiel nur morgens, mittags und abends in seine Mails zu gucken. Und dann 20 Minuten Mails beantworten, was das Zeug hält. Dafür hat man zwischendrin Zeit für alle anderen Aufgaben. Und wer es ganz ernst meint, schaltet den automatischen Mail-Abruf am Handy ab. Absprache. Auf keinen Fall den Frust in sich reinfressen. Wenn mir alles über den Kopf wächst, dann sollte ich mit den Kollegen sprechen. Dann kann man zum Beispiel ausmachen, dass es reicht, innerhalb von 24 Stunden auf eine Mail zu antworten. Außerdem, je mehr Leute, desto einfacher ist es auch, den Chef zu überzeugen. Zu viel Stress macht auf Dauer krank und unkonzentriert. Und das will auch der Boss nicht. Infomaterial zum stressfreien Arbeiten gibt's im Internet. Die Bestellung ist sogar kostenlos. Das kann man dem Chef dann ruhig mal auf den Tisch legen. Bewegung. Frische Luft macht den Kopf frei. In der stickigen Büroluft ist nämlich im Schnitt fast 10-mal mehr Kohlenstoffdioxid als draußen. Und wer zu viel davon einatmet, kann zum Beispiel schlechter Entscheidungen treffen. Also einfach mal spazieren gehen.